So, hallo, liebe Freunde von YouTube und Facebook, hier ist wieder euer spiritueller Anarchist und heute geht es darum, kein Erfolg bei Frauen, das ist die Lektion des Universums. Damit spreche ich ein Problem an, das gerade viele Männer haben, dass sie alles Mögliche tun, um eine Partnerin zu gewinnen und trotzdem keinen Erfolg haben, ständig Körbe kassieren. Natürlich betrifft es auch manche Frauen, aber es gibt einen Unterschied zwischen Männern und Frauen. Ja. Während bei den Frauen ist es ja so, dass viele Frauen auch sagen, wenn ihr jetzt keinen Partner habt, das macht mir nichts aus. Manche Frauen verzichten das auch ganz drauf auf Partnerschaft. Und da ist es dann so, dass in der Clique, also in der Frauenclique, das sogar Anerkennung findet. Ja. Also, dass man sagt, ja, du zeigst der Männerwelt, ja, du bleibst allein, hast recht und so. Also, viele bewundern das eher. Umgekehrt ist aber bei den Männern, in ihrer Männerclique, ist jemand, der jetzt zum Beispiel mal sagt, ich will jetzt keinen Partner, ich will allein bleiben oder so, ist auf gut Deutsch sagt ruckzuck der Arsch. Ja, und dann heißt er, nein, bist du kein Mann, du musst da auch auf Jagd gehen und was weiß ich, und du brauchst auch eine Freundin und so, und da wird schon die ganze Zeit voll gelabert und so. Und ja, das ist auch ein Grund, warum ich selber auch mich von männlichen Freunden auch getrennt habe. Ja, ich habe jetzt noch eine Freundin, eine Kumpelin, ja, also mit der mir gut austausche und auch mein Bewusstsein erweitere. Also muss ich echt sagen, mit der kann ich sehr tiefgründige Gespräche führen. Ich habe aber wirklich nur Kumpel, ja. Und das hatte ich eigentlich schon früher machen müssen, dass ich auch mal weibliche Freunde mich, also meine Clique hole. Das habe ich eigentlich sehr vernachlässigt. Aber kurzum, kurz nochmal zum Thema. Ja, viele Freunde, wo ich auch gehabt habe, die haben sich richtig verrückt gemacht. Also die haben sich, was weiß ich, tolle Klamotten anzogen und so weiter, sich immer super gestylt und guckt und getan und gemacht und immer wieder einen Korb kassiert und haben sich schief verrückt gemacht, haben rumgeheult und sind am Rad dreht. Ja, also es scheint also wirklich auch ein Problem zu sein, was also viele Männer bewegt. Ja, also hauptsächlich Männer. Ja. Und jetzt gibt es ja im Internet viele Flirt-Coaches und so weiter und so fort, die einem alles Mögliche empfehlen und ja, teilweise auch mit so Sachen kommen wie mit der Steinzeit und so ein Blödsinn. Ja, also sagen, ja, das hat alles mit der Steinzeit zu tun und das Steinzeit-Weibchen, das braucht einen starken Beschützer und was weiß ich und orientiert sich ans Alpha-Männchen und so weiter. Da muss ich aber auch sagen, sind wir eigentlich nur in der Steinzeit? Also ich glaube nicht, ja. Und so ist es auch. Jetzt müssen wir mal vorstellen, ja, jetzt jemand. Also geht in die Ratschläge nach, ja, macht jetzt hier so auf tollen Macho und ich bin der King und so weiter und so fort und trifft aber genau dann beim Dating eine Frau, die genau das nicht will, ja, weil sie vielleicht selber dominant ist, ja, und jetzt sieht sie so einen Typ, ja, und sagt sich dann, nee, so ein Macho, das taugt mir gar nicht, der bestimmt wohl über mein Leben und engt mich ein und will alles bestimmen, sowas kann ich nicht brauchen, ja, und dann Ergebnis ruckzuck Korb, weil dominant und dominant, das passt nicht. Ja, also ich kann nicht ein Haus bauen, wenn der Grund nicht fehlt. Ja, und jetzt sollte man doch eigentlich mal die entscheidendste Frage überhaupt stellen. Ja, wenn man jetzt ein Problem hat, wie zum Beispiel, dass man nicht bei einer Frau landen kann, dass man doch wirklich endlich mal fragt, was ist die Lektion des Universums? Ja. Oder beziehungsweise, was würde Gott dazu sagen, wenn ich Gott fragen würde? Ja, das wäre doch mal die entscheidendste Frage überhaupt. Ja, also stellt euch mal Gott vor. Ja, Gott als Licht und Liebe und Vater und Mutter, ja, liebevolle Eltern. Ja, und jetzt fragt ihr Gott, was ist der Grund, warum ich nicht bei einer Frau landen kann? Warum kriege ich, lieber Gott, warum kriege ich ständig Körbe bei Frauen? Ja. Und jetzt sage ich euch mal, was Gott mit Sicherheit nicht sagen würde, ausgehend davon, dass Gott Licht und Liebe ist. Ja. Gott wird mit Sicherheit nicht sagen, ja, zeig mal mehr Selbstbewusstsein, ja, kauf doch einen teuren Anzug, ja, oder kauf doch fettes Auto mit dicke Boxen, auf das stehen die Weiber, ja. Und ja, und guck, dass du mehr verdienst, ja. Und mach einen auf Macho, ja. Frauen wollen Alpha-Tier, ja, und so weiter. Also, das würde Gott mit Sicherheit nicht sagen, ja. Das ist das, was der Satan einem einredet. Der Satan in der irdischen Welt, ja.
Gott würde wahrscheinlich sagen, mein liebes Kind, mein lieber Sohn, eine Liebesbeziehung einzugehen, eine Beziehung der Liebe einzugehen, bedeutet Hingabe, bedeutet Aufopferung. Ja? Und momentan hast du diese Aufopferung in deinem Herzen noch nicht entwickelt. Und soher wird es nicht funktionieren oder so ähnlich. Ja? Das würde Gott sagen. Also Beziehung bedeutet Opferbereitschaft, bedeutet Hingabe. Ja? Auf gut Deutsch gesagt, wenn du ständig Körper kriegst, die Auflösung, ja, ist einfach, du bist zu egoistisch. Ganz knallhart. Du bist zu egoistisch. Das wird in 90% der Fälle zutreffen. Es gibt dann vielleicht noch Ausnahmen, ja, dass du zum Beispiel vielleicht in einem früheren Leben Frauen schlecht behandelt hast und dass das jetzt noch Nachwirkungen hat oder das auch noch in diesem Leben machst zum Beispiel, ja. Das kann auch sein. Oder dass du vielleicht psychisch nicht in der Lage bist, diese Aufgabe, diese teilweise schwere Aufgabe der Beziehung zu stemmen, ja, dann kann es auch sein, dass es zudem nicht deine Bestimmung ist, in eine Beziehung einzugehen. Dann ist vielleicht sogar deine Bestimmung, allein zu sein und deine Aufgabe in dieser Welt zum Beispiel als Asket oder als Mönch zu übernehmen, ja, kann auch sein. Weil es ist ja im Leben alles unterschiedlich. Es gibt keinen Plan, der für alle zutreffend ist. Das ist ja auch klar, weil jeder hat seinen eigenen Seelenplan. Aber jetzt von der Allgemeinheit auszugehen, ist einfach, zur Beziehung gehört geben und nehmen. Also es ist also quasi, es gehört erstmal eine Opferbereitschaft dazu. Ja. Und natürlich will jeder spekuliert darauf, Glück zu haben. Man kann Glück haben. Ja. Man kann natürlich auch Glück haben und kann trotzdem sein Ego weiter erleben. Aber ihr müsst euch dann vorstellen, ja, dass dann die Antrieb, dass dann die, eure Partnerin euren Egoismus dann mitträgt. Ja, das muss ja dann klar sein. Ja, es kann sein, dass man einen leichten Seelenplan hat, aber dann trägt man den Ego, dann trägt deine Partnerin deinen Egoismus mit und das wird sich dann auch wieder rächen und das muss man dann auch wieder abbüßen und so weiter. Ja, also das muss einem klar sein. Ja, also würde ich vorschlagen, erst einmal diese Opferbereitschaft erstmal im Herzen zu entwickeln, erstmal zu überlegen, will ich das wirklich, will ich wirklich eine Beziehung? Weil zu einer Beziehung, da gehört was dazu. Ja, viele Männer sehen jetzt einfach bloß die tolle Frau, denken an das Kuscheln und an das Sex, ja. Aber die sehen nicht, dass da was dranhängt. Da hängt was dran, Leute, ja. Eine Frau hat zum Beispiel Eltern. Du musst die mit den Eltern verstehen. Das ist nochmal der erste Punkt, ja. Und die Eltern wollen die erstmal begutachten, was du für einer bist, ja, was du mitbringst, ja. Du musst dich mit ihren Freundinnen verstehen, mit ihrer Clique verstehen. Du musst reinpassen in ihre Clique, ja. Du musst ihre Marotten tragen, also ihre Spinnereien oder vielleicht hat sie auch psychische Probleme und. Das muss ich natürlich alles überlegen, ob ich das kann, ob ich das schaffe, ob ich das stemmen kann, ja. Und das ist nicht einfach. Und muss erst mal überlegen, bin ich nicht vielleicht einfach der Single-Typ? So, ich komme vom Schaffenheim, stelle mir eine Pizza und gehe ich mal vom Computer und zocke ich mal eine Runde. Ja? Wenn ich so ein Single-Typ bin, muss ich mir überlegen, will ich das aufgeben oder nicht? Will ich das beibehalten? Natürlich, ich habe ja auch schon eine Beziehung. Bei meiner letzten Beziehung habe ich auch ab und zu am Computer gespielt. Ja, aber da ist dann halt so, dass halt dann immer wieder die Frau kommt und sagt, ja, spielst schon wieder? Dann geht es halt das Gemecker los, ja. Und natürlich, sie kann dir es nicht verbieten, dass du jetzt, sagen wir mal, am Computer rumzockst, aber dann wird sie auch wieder ihren Egoismus auf dich dann wieder abladen. Dann wird sie auch wieder was tun, was dich total ankotzt, ja. Dass sie entweder übertrieben penibel ist oder sonst was oder sauft oder irgendwie auch immer. Und du musst es dann wieder auch wieder ausbaden, ja. Also, und ich muss immer ehrlich sagen, als ich in der Beziehung war, es gab schon Momente, wo ich mir mein Single-Leben wieder zurückgewünscht habe. Nämlich gerade immer dann, wenn die Alte jeden Ausflug in eine Meckerorgie verwandelt, ja, rummeckert wie blöd, ja. Oder wenn sich die Eltern mal wieder in alles Mögliche einmischen, und wenn du dann nie deine Ruhe hast, ja. Ja, oder wenn sie das Ohren voll hustet, ja, weil sie ja qualmt und auch in der Nacht Ohren voll hustet und du musst auch zum Arbeiten und bist dann ausgeschlafen oder so scheiße, ja, dann war es natürlich schon so Momente, wo ich mir mein Single-Leben wieder zurückgewünscht habe, ja, und das muss also, das sollte man mal überlegen, also da ist es wichtig, zu sich ehrlich zu sein und sagen, schaffe ich das, kann ich das, wirklich ehrlich sein, und wenn man das Gefühl hat, nee, das packe ich nicht oder da bin ich noch zu ego, dann würde ich erstmal entwickeln oder vielleicht auch sein lassen und sagen, okay, dann bleibe ich halt Single, ja.
Und die Frauen sind da ganz easy. Bei den Männern, da musst du immer wieder auf die Jacke, immer wieder Frauen aufreißen und so. Auch wenn es eigentlich, du willst nicht, auch wenn du mal die Ruhe haben willst. Also dann empfehle ich einfach, dass man sich von solchen Kumpels einfach mal trennt und sich vielleicht doch einmal weibliche Bekanntschaft sucht und mal mit Frauen Freundschaft schließt. Ja. Und nicht, also nicht als, ohne dass man jetzt was will von der, ja. Es können auch zum Beispiel Frauen sein, die, also was heißt hässlich, oder die, wo halt nicht meinem Geschmack entsprechen, überhaupt nicht. Also, aber das sind halt gute Kumpels, weibliche Kumpels sich zulegen, ja. Und mal für die ganzen Kumpels, die Männer, und mit den ganzen Männern, die ganze Sauferei mit den Kumpels einfach mal sein lassen und die Kumpels zum Teufel jagen, ja. Würde mir zum Beispiel für mich mal eine Empfehlung, ja. Das wird euer Bewusstsein viel mehr erweitern, ja. Also, das nochmal, Punkt einfach, wenn es bei Frauen nicht klappt, Grund ist, ihr seid so egoistisch, ja, ist das Wahrscheinliche, euch fehlt die Opferbereitschaft, die Hingabe. Und falls ihr da nicht sicher seid, oder überhaupt, wenn ihr Probleme habt mit eurem Leben, ja, dann macht es mal so, dann stellt euch alle Seelen im Universum so wie so kleine Lichtpunkte vor, die da draußen, die da oben, die Engel, die Gott und so weiter. Und sagt zu denen, ja, was ist die Lektion? Liebes Universum, lieber Gott, was ist die Lektion? Warum komme ich bei dem Problem nicht weiter? Und ihr werdet sehen, ihr werdet in einer inneren Stimme, ihr werdet euch dann sagen, wo das Problem liegt. Ja, das ist nämlich die erste entscheidende Frage, bevor ihr irgendwas macht oder flirtcoacht oder irgendwelche falsche Ratschläge euch annimmt. Fragt erstmal Gott, das Universum, wo ist das Problem? Ich will die Auflösung, was ist die Lektion? Ja, wie in einem Computerspiel. Und du kommst nicht mehr weiter, dann willst du das Lösungshandbuch. Was ist die Lösung? Ich will in das Lösungshandbuch reinschauen. Das musst du denen sagen. Ja? Und dann kommt auch die Lösung und dann kommt auch die innere Stimme und dann werdet ihr auch weiter wissen. Und ich sage euch dann, wenn ihr diese Stärke erstmal gefunden habt und wenn ihr diese Opferbereitschaft habt, dann wird sich alles von der Leier geben, dann wird die Frau euch ansprechen, ihr werdet anziehen sein, sie wird euch in ein Gespräch verwickeln und ihr müsst gar nicht anpacken oder sonst was. Ja? Das ist alles nicht nötig, ja, sondern es gibt sich alles von selber. Ja, also, das war's mal soweit. Ich hoffe, ich habe euch mal mit dem Video geholfen. Ja, das ist das, was ich sagen kann. Ich beschäftige mich viel mit Spiritualität. Ja, habe auch Beziehungen und Zeit gehabt. Und erstmal fragt das Universum, fragt Gott. Und bevor ihr irgendwas anderes unternimmt. Ja, alles klar. Teilt das Video, abonniert meinen Kanal, aktiviert die Glocke. Ich bin der spirituelle Anarchist und damit ich sagen, ich wünsche euch was und gute Woche und bis bald.